Hallo und herzlich willkommen bei Instalot und zwar mal ein neues Reaction-Video von mir. Ich bin ja in relativ vielen Facebook-Gruppen drin. Nochmal, ich möchte mich hier nochmal offiziell bei Rachel bzw. Leha bedanken. Es ist alles wieder in bester Ordnung. Von dem her, ich bin auch in ihren aktiven Gruppen drin. Ich habe mich gerade jetzt nur bei Facebook deaktiviert. Weil es da einfach, also es hat jetzt nichts mit anderen Leuten zu tun, aber ich neige dazu, einfach zu viel auf Facebook rumzusurfen und mir irgendwelche Shorts und Reels anzuschauen, anstatt dann meine Arbeit zu verrichten. Und dann finde ich, ist Facebook so eine Plattform, bei der auf der Pinnwand also oft Leute posten über Dinge, die einen sehr nahe gehen, beziehungsweise manchmal auch irgendwie sehr unlogische oder dumme Dinge. Ich möchte jetzt wirklich hier nicht tiefer ins Detail gehen. Diese Grenze von, das ist Internet, das kann jeder lesen und zu, wir sollten das privat klären mit anderen Leuten, gibt es teilweise bei vielen gar nicht mehr. Dieses Big Brother oder Mitten im Leben ist tatsächlich schon, finde ich, bei Facebook sehr aktuell. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich brauche jetzt mal eine kleine Auszeit, da ich zu viel weiß von anderen Leuten aus ihrem Leben, obwohl ich das eigentlich so gar nicht möchte. Mal davon abgesehen, dass man auch oft Freunde hat bei Facebook, die man so gar nicht kennt. Viele wissen, ich war Tätowierer vor Corona und ich tätowiere immer noch. Jetzt nicht mehr in dieser Größe. Ich habe da teilweise Leute in meiner Liste, die ich noch nie gesehen habe, die ich jetzt aber auch nicht rauskicken möchte, weil ich jetzt nicht so unhöflich bin. Von dem her, ich habe mich jetzt erstmal zurückgezogen bei Facebook, bin nicht mehr ganz so aktiv und nicht mehr ganz so, wie sagt man, up to date. Genau, ich versuche meine Informationen vor allem über die Chris Watts-Fälle, Summer Wells, jetzt anderweitig herauszufinden oder Maddie McCann. Zum Glück oder ein Hoch auf Reddit, da bin ich viel unterwegs. Leider, leider ist es immer so, überall, wo man Kommentare schreiben kann, befinden sich auch sehr, sehr viele Kommentare, die jetzt eigentlich gar nichts zur Sache tun. Man braucht wirklich sehr lange, um mal das Wahre oder die Wahrheit herauszufinden. Von dem her ist es sehr, sehr viel Recherche, die man so macht. Ich habe jetzt auf alle Fälle gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also eigentlich normalerweise macht man ja Reaction-Videos, indem man jetzt Bild in Bild macht. Ich zeige euch jetzt einen anderen Kanal und wir reden dann über diesen Kanal. Der Fall Shannon Watts, Chris Watts. Mir kommt es so vor, als gäbe es gerade im englischsprachigen britischen Bereich nur irgendwie Gefetze und Gezanke und Anwaltsdinger. Ich weiß, dass Frankie, der Bruder von Shannon, jetzt gerade aktuell gegen 30 Leute klagt. Keine Ahnung, woher er das Geld hatte, weiß ich nicht, denn beim letzten Fall, ich denke, ich darf es jetzt sagen, Armchair Detective, da hatte er ein GoFundMe machen müssen, um dann in England klagen zu müssen, denn man muss ja sich, man muss die Klage da einreichen, in dem der Schuldige lebt. Das ist jetzt da Großbritannien gewesen, ist nicht so einfach aus England oder aus Amerika da jetzt einen Anwalt zu engagieren, hat 75.000 US-Dollar gekostet, hatte er relativ schnell zusammen. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei den anderen 30 Fällen auch so teuer wird. Ich weiß nicht, woher er jetzt das Geld hat. Auf alle Fälle, soweit ich jetzt weiß, beziehungsweise schaut es so aus, als möchte Frankie dafür sorgen, dass niemand mehr über Shannon redet, dass niemand mehr über sie berichtet, ihren Namen in den Mund nimmt, außer er. Er hat ja ein YouTube-Profil, lädt dort auch Dinge über Shannon hoch und hat auch das Verhörbericht, den kompletten Verhör von Nicole Kessinger hochgeladen. Schaut so aus oder scheint so, als ob nur er möchte, dass er darüber berichtet. Hat auch die Werbung aktiviert. Also da kommt schon was bei rum. Vielleicht hat er somit die Anwälte bezahlen können durch die Werbung, denn er hat wirklich beachtliche Aufrufe. Und wenn man in diesem Bereich, im fünfstelligen Bereich ist, bei jedem Video verdient man da schon monatlich gute Tausende von Euro, die jetzt meines Erachtens, weiß ich jetzt nicht, also jetzt nicht, glaube jetzt nicht zur Grabpflege oder so dienen, sondern ich glaube tatsächlich wahrscheinlich jetzt für die Anwaltskosten drauf geht. Finde ich schade, dass er alle so über einen Kamm schert, denn ich persönlich finde, dass ich oder auch wir, auch die anderen, die darüber berichten,
Also ich weiß, ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß klagen können oder angeklagt werden können, da wir jetzt uns jetzt nicht im Ton vergreifen, wir beleidigen auch niemanden, wir verleumden auch nicht, wir machen keine Rufschädigungen und wir reden auch nicht negativ über die anderen. Natürlich über Chris Watts, er hat sich schuldig bekannt, er ist der Schuldige. Da darf man ruhig auch mal einen anderen Ton an den Tag legen, aber alle anderen, wir machen kein Opfershaming und Bashing und wir schieben auch nicht der Familie Jurczek irgendwie Schuld in die Schuhe. Womit ich jetzt mit meinem neuen Thema anfangen möchte. Es gibt einen anderen, dem ich ganz heimlich gefolgt bin bei Facebook in die Gruppe. Und zwar ist es ein anderer Brite. Nee, ist kein Brite. Ich glaube, das ist ein Australier. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Auf alle Fälle hat er jetzt dieses Jahr im Sommer die Familie Watts besucht. Ist angeblich mit ihnen relativ gut befreundet, seitdem er YouTube macht. Und ist einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und zwar ist wie immer natürlich die Familie Jurczek nicht ganz unschuldig an der Sache und die Familie Watts sind sozusagen die Opfer. Er hat Fotos gemacht, hat aber bereits im Anschluss, also jedes Foto, das er macht, was er tatsächlich, also auch alle alten Fotos jetzt von Shannon so weiter, haut er ganz fett, er und sein Kollege hauen da ganz fett sein Logo drauf. Es sind nicht seine Fotos, nicht er hat die Fotos von Bella und Cece gemacht, sondern das war Shannon. Trotzdem haut er sein Logo drauf. Finde ich persönlich nicht in Ordnung. Da kann ich Frankie verstehen, muss ich tatsächlich sagen, das geht so gar nicht. Das geht überhaupt nicht, dass man sowas macht. Ne? Man kann jetzt nicht, man muss sich mal vorstellen, der Nachbar nimmt einfach ein Foto von einem, was man selber gemacht hat, und dann haut er erstmal seinen Namen drauf. Ne? Hans Ulrich. Geht gar nicht. Finde ich nicht gut, aber ist auch egal. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr bei den Podcasts. Ich habe gerade eben drei Videos aufgenommen. Auf alle Fälle geht das nicht. Es ist sehr gefährlich, da jetzt ein normales Reaction-Video zu machen, da ich definitiv da eine Klage am Hals hätte, weil das einfach immer eine Sache der Kulanz ist, ob ich jetzt eine Reaction machen kann von jemandem oder nicht. Wenn ich eine Minute zu lang mache, könnte es sein, dass ich verklagt werde, weil es nicht mein Eigentum ist. Demzufolge jetzt auch die Übersetzungen, muss ich auch immer ein bisschen aufpassen und immer mehr dazu reden, als ich sonst so rede, da es sonst auch nicht genehmigt ist und ich dann Ärger kriegen könnte. Auf alle Fälle nenne ich jetzt auch keine Namen. Ich habe da mal was zusammengeschrieben. Er war nämlich bei Ronnie und bei Cindy Watts. Ihr könnt selber gerne suchen, bei YouTube findet ihn bestimmt. Nein, ich kann es leider nicht übersetzen, weil das mache ich nicht. Ich gehe nicht in die Höhle des Löwen, weil das würde definitiv Ärger geben. Ich weiß nicht, ob die meisten Amerikaner oder Engländer denken, dass die ganze Welt Englisch spricht. So ist es jedenfalls nicht. Ich meine, ich würde es ja dann auch verlinken und ich würde das Originalvideo einspielen, ich würde nichts verfälschen und ich würde es einfach nur übersetzen. Sowas wird aber nicht geduldet und nicht erlaubt. Man soll das Originalvideo ansehen, auch wenn man kein Wort versteht. Keine Ahnung. Also ich kann da jetzt auch nichts ändern dran. Ich finde es nur krass, dass da ganz viele YouTuber sich da einfach fester Meinung, also sie sind fester Meinung, dass sie wissen, wie es abgelaufen ist. Also da, denen kann man da auch nichts vormachen. Ne? Also die wissen, wie es war. Die sind auch wirklich Best Buddy mit Cindy, Sandy oder auch Cindy und Frank und Frankie und Ronnie. Also kommt darauf an, welche Partei die sich jetzt gerade ausgesucht haben. Es kommt wahrscheinlich eher darauf an, wer denn zuerst antwortet oder wer netter antwortet von den Familien. Zu denen fühlen sie sich dann zugeneigt und wissen dann aber auch definitiv, was passiert ist. Und das tun sie auch kund. Und das darf man aber auch nicht verwenden, was sie da rausgefunden haben. Und sie sind die einzig Wahren und wissen, wie es abgelaufen ist und wollen aber auch definitiv dann irgendwann mal zur Polizei gehen und mit ihnen zusammenarbeiten. Ich hoffe, ihr versteht mal ein bisschen meinen Zynismus, den ich hier an den Tag lege, weil ich es echt ganz schön heftig finde und wirklich sehr realitätsfern, mal davon abgesehen, wenn man sagt, dass man sehr gut befreundet ist mit fremden Menschen. Ich bin befreundet mit diesen und diesen Leuten, weil ich habe mitbekommen, dass ihre Tochter gestorben ist und habe mich direkt an ihre Fersen geheftet und habe ihnen direkt ganz viele Mails geschrieben und jetzt sind wir Best Buddy. Ich weiß nicht, ich denke eher, dass die Leute nur antworten, weil sie höflich sind und nett sind und jetzt nicht, weil sie beste Freunde sind. Manchmal in einem schlechten Moment wollen sie sich auch mal aussprechen. Ansonsten sollte man sich immer mal fragen, würden diese Leute oder hätte man mit diesen Leuten Kontakt, wäre jetzt dieses Unglück nicht passiert? Wäre man mit solchen Menschen in Kontakt? Wohl eher nicht. Von dem her habe ich jetzt nur ein etwas Kleines zusammengeschrieben. Ich werde das jetzt nochmal kurz vorlesen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt wirklich alles erwähnt habe. Ich rede immer relativ viel, wenn ich solche Reactions mache. Wundert mich, dass sie immer durchhält, überhaupt, wenn ich sowas mache. Und dann werde ich von Reddit noch ein paar Kommentare dazu vorlesen, die ich so gefunden habe, da ich mittlerweile ein absoluter Reddit-Fan geworden bin, auch wenn man 70% der Kommentare in die Tonne kloppen kann, weil es einfach nicht stimmt. Aber ist ja auch egal.
Also, die Eltern von Chris Watts, Cindy und Ronnie Watts, lieben ihren Sohn immer noch, obwohl er ihre Enkelkinder und ihre Schwiegertochter aus dem Leben gerissen hat. Genau, hier berichten wir darüber, ob Chris Watts weiß oder wusste, dass es überhaupt eine Netflix-Dokumentation gibt. Ziemlich interessant. In einem schockierenden Interview haben Chris' Eltern enthüllt, dass sie ihrem Sohn, den sie immer noch lieben, irgendwie logisch, damals nichts von dem Netflix-Film erzählt haben und dies auch nicht vorhatten. Im Gespräch mit The Sun sagte Cindy, 64, Chris weiß nichts über die Dokumentation, wir haben ihm nichts davon erzählt. Cindy fügte hinzu, dass in der Folge so viel gestrichen und ausgelassen wurde, dass sie schockiert darüber waren, als sie die ganz privaten Heimvideos sah, die sie lieber privat gehalten hätte. Cindy und Ronnie Watts ist es nicht gestattet, das Grab ihrer Enkelkinder zu besuchen. Demzufolge haben sie in ihrem Garten eine Trauerstätte gebaut. Das weiß ich, das habe ich gesehen, das war in dieser Gruppe. Und da hat dieser YouTuber das auch gepostet, der durfte Fotos machen, der hat auch Fotos gemacht mit Cindy, mit Ronnie. Und die haben gesagt, die dürfen das Grab nicht besuchen. Aktuell ist das Grab auch bedeckt mit Mülltüten, da Sandy und Frank nicht wollen, dass es so viel Tourismus gibt. Momentan gibt es wieder relativ viele, die das Grab besuchen wollen. Das ist nicht gestattet, das möchten sie auch nicht, ist auch mit Kameras ausgestattet. Soweit ich mitbekommen habe, wird das Grab manchmal aber auch geschändet. Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die das dann zumüllen oder auch verunreinigen und zerstören wollen, was ich absolut asozial finde. Ich brauche dazu nichts mehr sagen. Ja, genau. Und diese Trauerstätte befindet sich von Cindy und von Ronnie in ihrem Garten. Dazu gibt es Fotos. Ich kann euch leider nichts verlinken dazu. Geht leider nicht, darf ich nicht. Deswegen einfach da mal selber gucken bei YouTube. Jetzt möchte ich die Meinungen noch vorlesen, die ich bei Reddit gefunden habe. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nee, ah ja, ich weiß nur. Ah ja, ein Kanal wurde aktuell tatsächlich sogar geschlossen. Ich denke, das war dem Verdienst von Frankie. Diese war aber auch sehr parteiisch, also sehr Watts-parteiisch, also stand schon sehr zu den Watts. Genau. Dieser Kanal wurde geschlossen. Jetzt schaue ich mal, dass ich das von Reddit übernehme. So, da hätten wir es. Und zwar. Es ist natürlich jetzt wieder richtig blöd übersetzt worden. Ich versuche es jetzt einfach mal normal zu sagen. Es ist immer ein Graus, wenn man Sachen übersetzt im Internet. Deswegen, ich übersetze die Sachen immer selber, weil einfach die Übersetzungen, naja, ihr wisst selber, einfach nicht so dolle sind. Was haltet ihr davon? Cindy und Ronnie Watts in einem seltsamen neuen YouTube-Interview mit ihrem wirklich sehr guten Freund. Da steht der Name, ich möchte jetzt nicht hetzen. Ich sage jetzt nicht, ob es der ist, über den ich geredet habe. Auf alle Fälle gibt es da ein Interview. 111 Minuten Telefonat wurde nicht besprochen, also wurde nicht aufgeklärt. Er hat gefragt, was wurde in den 111 Minuten besprochen und beide hätten gesagt, wissen sie nicht mehr, ist schon zu lange her. Genau. Und dieser Mann hat sie dann auch gefragt wegen dieser 8 Zoll Luke. Also wir reden von diesem Loch, in dem die Kinder reingepresst worden sind. Also ich übersetze es jetzt einfach mal so, wie es da ist. Also einer hat gesagt, diese Leute haben eine Menge Eier, überhaupt irgendwelche Interviews zu geben. Ich meine, ist das nicht ein Fall, in dem sie ihren Nachnamen ändern und in ein anderes Land ziehen würden? Tatsächlich, das würde ich wahrscheinlich auch machen, ja. Ja, Freundschaft ist seltsam. Ist es gewinnorientiert? Ist das alles? Das ist auch einer der Gründe, was wirklich sehr oft Thema ist, dass alles irgendwie nur so, naja, so nach dem Motto, sind ja schon weg, jetzt können wir von profitieren. Angeblich ist es beim Frankie auch so, dass er seitdem nicht mehr gearbeitet hat, hat aber auch psychische Störungen. Klar, das verstehe ich. Und lebt anscheinend nur von den Einnahmen, Interviews und YouTube, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das stimmt. Sagen allerdings echt viele, wobei ich auch nicht weiß, woher dieser Groll kommt. Ich meine, Frankie macht jetzt gerade eine Rundumklage gegen alle YouTuber, trotzdem schieße ich jetzt nicht gegen ihn. Und wenn er jetzt sagt, ich darf das nicht mehr machen, pff, mein Gott, dann ist es halt so. Dann werde ich über andere Dinge berichten. Fände ich ziemlich traurig, würde ihn auch blöd finden deshalb. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie absolut exzessiver, drogenabhängiger Mensch ist oder sowas, wie das viele, viele Leute machen. Also viele reden sehr schlecht über Frankie, ne?
Sehr schlecht. Also, nicht, wenn es sich um eine ganze Familie von Soziopathen handelt. Sie erkennen soziale Normen nicht an und sind empathielos. Dies bestätigt diese Tatsache nur noch mehr. Sie wollten alle Zweifel für alle ausräumen, die dachten, sie können erlösende Eigenschaften haben. Gut gemachte CW-Familie. Also, gut gemacht. Das ist jetzt Anti-Chris Watts natürlich. Das war der widerlichste Teil des gesamten Videos. Anscheinend gibt es da tatsächlich ein Video, Leute. Ihr müsst mal nachgucken, ob ihr was findet dazu. Ihr könnt auch, glaube ich, den Untertitel anmachen. Dann ist es nicht mehr ganz so schwer, weil ich persönlich tue mich wirklich sehr schwer bei den Übersetzungen aus dieser Ecke. Ich finde, dass Chris und die ganze Familie sehr, sehr, also erstmal aus dem Kehlkopf heraus spricht. Die sind die ganze Zeit nur so am Sprechen. Wenn du nur so sprichst, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Vor allem Nicole Kessinger redet die ganze Zeit nur so. Und das tut mir in den Ohren weh. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was die sagen. Deswegen ist es echt schwer für mich, das zu übersetzen. Mit Untertitel geht da eigentlich fast gar nichts. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dieser Slang aus dieser Ecke. Mit Untertitel ist es ein bisschen einfacher zum Übersetzen. Ansonsten. Ich bin dran, ich gebe mein Bestes. Vielleicht kann ich ja doch was übersetzen, aber ich möchte auf gar keinen Fall wieder in die Abschussliste so. Man gerät da echt relativ schnell rein und dann heißt das alle auf Marie. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Also, gerade wenn du denkst, der Krebs ist weg, taucht er wieder auf. Ich werde nicht zusehen und ihnen die Ansichten Aufmerksamkeit geben, die sie wollen. Ich habe kein Interesse an Müll, den sie ausspucken. Das ist tatsächlich so. Das ist ganz oft, dass die Leute sagen: Warum berichtet ihr noch drüber? Hört auf, darüber zu berichten. Es gibt so viele Sachen. Und schon wieder und schon wieder und schon wieder. Ja, es ist einfach ein sehr interessanter Fall. Es ist ein sehr trauriger Fall. Wir können uns alle damit identifizieren. Außerdem fände ich es eher falsch, überhaupt nicht darüber zu reden, weil wenn wir immer alle schlechten, es gibt tatsächlich so eine Erziehungsmethode, da halte ich mich von fern, so ist es bei meiner Familie gar nicht, so erziehe ich meine Kinder nicht. Wenn jemand etwas Falsches macht, wird einmal drüber gesprochen, dann nie wieder und wird es unter den Teppich gekehrt. Und wenn wir am Tisch sitzen, lachen wir uns alle an, auch wenn wir uns alle Kacke finden. Das mache ich überhaupt nicht. Mit solchen Menschen breche ich persönlich auch. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, wird es ausgesprochen. Wenn etwas Schlimmes passiert, werde ich dir das unter die Nase reiben, so lange, bis du es verstanden hast und so oft, damit es nie wieder passiert und damit anderen das auch nicht passiert. Also, und das, was Chris da gemacht hat, tut mir leid, also da kann man schon öfters drüber reden, ist hart für die Familie. Ja, ich persönlich wäre aber, ich meine, es ist eine Ausnahmesituation heutzutage. Mit dem Internet ist es sehr krass. Das ist anscheinend tatsächlich wie eine Krankheit. Ich bin ja auch krank. Seit der Rückenoperation bin ich tatsächlich auch schwerbehindert, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich muss damit klarkommen und ich kann den anderen jetzt nicht die Schuld geben. Ich könnte jetzt auch dem Arzt die Schuld geben, weil er die OP anscheinend verpfuscht hat oder weil der liebe Gott einfach gesagt hat, nö, du nicht. Ne? Mache ich aber auch nicht. Deswegen, ich muss jetzt auch gucken, dass ich mich dann aus bestimmten Situationen herausziehe und das ist halt bei ihnen aber auch der Fall. Die müssen sich halt dann aus den sozialen Medien herausziehen, weil es ihnen nicht gut tut. Ich kann jetzt auch nicht mehr Bungee springen gehen, mal davon abgesehen, dass ich Höhenangst habe. Aber wenn ich es wollen würde, könnte ich es jetzt nicht. Macht aber keinen Sinn, da jetzt anderen die Schuld zu geben und jetzt allen anderen Menschen das Bungee springen zu verbieten. So sehe ich das. Deswegen schwierig. Das ist wirklich ein schwieriger Fall. Ich würde mich da einfach rausziehen. Ist jetzt so gelaufen, man kann es nicht mehr ändern. Alles, was einem gut tut und wenn es dir nicht gut tut, musst du dich da aus der Situation herausziehen. So sehe ich das. Ja. Dann, sie machen mich krank, können diese trashigen Verrückten einfach verschwinden. Auch nicht so einfach, dass über die Familie Watts so gesprochen wird, weil schlussendlich sind das die Eltern. Man kann jetzt der Mutter immer die Schuld geben, dass sie schuld ist, dass Chris so gehandelt hat. Finde ich weit hergeholt, denn jeder, der eigene Kinder hat, weiß, dass man ab einem gewissen Alter nur noch begleiten kann und nicht mehr erziehen. Du kannst dein 30-jähriges Kind nicht erziehen und du kannst natürlich dir Vorwürfe machen, weil als das Kind 10 Jahre alt war, hast du ihn falsch erzogen. Ja, man kann es der Mutter jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie ihr Kind liebt und versucht, ihm die ganze Schuld zu nehmen. Jeder geht anders damit um. Eigentlich kann man nur einer Person die Schuld geben. Man kann auch genauso gut Shannon nicht die Schuld geben, weil sie angeblich so schlimm gewesen ist. Niemand ist schuld für das Ableben einer anderen Person, weder die Eltern, weil sie schlecht erzogen haben. Auch wenn du jetzt zum Beispiel körperlich ziemlich schlimme Dinge erlebt hast, weil jemand anderes dir in deiner Kindheit etwas angetan hat, kannst du das jetzt nicht einfach darauf beziehen, dass du jetzt auch jemand wirst, der anderen Kindern etwas antut. Weil das ist deine freie Entscheidung. Du entscheidest selbst, dass du sowas machst. Da haben Mama, Papa nicht dran Schuld und auch nicht der Täter, der dich damals angefasst hat, hat auch keine Schuld. Wenn du dich dazu entschließt, sowas zu machen,
Dann gibt es noch den Aspekt, dass du krank bist, dass du halt eine psychische Störung davon trägst. Da sollte man gucken, dass man sich Hilfe sucht, weil meistens weiß man das eben schon, dass man psychisch krank ist. In seltenen Fällen eher nicht. Schlussendlich, wenn alles so einfach wäre, würde das alles gar nicht passieren, ist mir auch bewusst, ist mir klar. Nur diese ganze Schuldzuweisung bringt einfach niemanden was. Schlecht reden über die Familie Watts bringt auch niemanden was, holt die Kinder auch nicht zurück. Deswegen weiß ich nicht. Also, ich denke eigentlich, dass es das Gegenteil ist. Chris Watts möchte andeuten, dass Nicole beteiligt sein könnte, um das Drama am Laufen zu halten, da buchstäblich nichts Besseres zu tun hat. Also sagt er, ich erinnere mich nicht, um die Leute zum Nachdenken anzuregen. Ja, er sagt das aus unsterblicher Hingabe an Nicole, also verwickelt er sie nicht. In Wirklichkeit, obwohl Nicole eine totale Hauszerstörerin ist, hatte sie nichts mit einem Plan zu tun. Aber Chris Watts wird seinen Eltern niemals eingestehen, weil er ein zwanghafter Lügner ist und sie die einzigen Menschen auf dem Planeten sind, die ihm glauben werden, dass er nicht allein für das Ableben seiner Kinder verantwortlich war. Also wird er andeuten, dass Shannon die Mädchen aus dem Weg geräumt oder Nikki geholfen hat. Alles, um die Wahrheit zu wahren. Ah, nächste Frage. Glaubst du, Chris Watts hat diese Briefe geschrieben? Das sind schon wieder so. Also man sieht richtig, bei Reddit gibt es richtig, richtig viele Dinge. Hier gibt es zum Beispiel wieder etwas. Ein verrückter Verschwörungstheoretiker aus Australien. Er hat gesagt, dass Sandy ihre eigene Tochter für Versicherungsgelder angegriffen hat. Er sagte den Wujutseks, dass er mehr Tränen für ihre Enkelinnen vergossen habe als sie. Er hat angedeutet, dass die Taten ein Schwindel sind und die Gräber leer seien, was seine geistesgestörten Anhänger dazu veranlasst, die Exhumierung der Körper zu fordern. Als die Jutsex Anfang dieses Jahres in den Grabstein säuberten und ihn mit einer Plane abdecken mussten, ließ Dave jemanden Fotos machen und belästigte sie mit der Behauptung, sie hätten ein Verbrechen begangen. Das hatten sie nicht. Daraufhin drohten seine Anhänger damit, die Plane selbst abzureißen. Junge, Junge, Junge. Also ich beende dieses Video jetzt einfach, bevor es wirklich jetzt Stunden geht, weil das ist tatsächlich etwas, was heftig ist, weil ich glaube, also. Reden wir mal ganz kurz Tacheles, bevor ich das Video aufhöre. Es ist tatsächlich so, dass wenn es um Chris Watts geht, es einfach wahnsinnig viele Aufrufe gibt. Das ist bei mir auch so. Ja, schon. Ich konnte dank der Werbung, die ihr immer fleißig schaut, auch schon einige Katzen kastrieren. Ja, ich bin jetzt niemand, der jetzt wirklich wahnsinnig damit angibt. Bei Instagram kann man das verfolgen. Da lade ich öfters Fotos und Videos von den ganzen Katzen hoch, vor allem wenn ich mal eine neue Kolonie gefunden habe. Seid ihr auf Mallorca, seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich zeige euch sehr gerne die Katzen und die auch die, um die wir uns kümmern und denen wir schon helfen konnten. Vor allem haben wir ein sehr, sehr großes Flohproblem und die Flohbisse, die kannst du nicht mit den Deutschen vergleichen. Die sind wirklich riesig. Die behandeln wir gerade. Diese Löcher. Katzen sind sehr scheu. Vor allem die Straßenkatzen ist wirklich sehr zeitaufwendig, sie zu behandeln. Funktioniert. Deswegen großes Danke an die Leute, die wirklich die Werbung anschauen. Aber trotzdem, mir kommt es so vor, als ob manche Leute tatsächlich sich Sachen aus den Fingern saugen, damit ihr Kanal am Leben bleibt, weil kaum berichten die über andere True-Crime-Fälle, haben sie halt einfach nur noch 10 Aufrufe. Und das ist ein großer Störfaktor. Viele leben davon und profitieren krass davon und saugen sich Dinge aus den Fingern und gehen wirklich extrem weit mit ihren Behauptungen. Das ist das, was wir überhaupt nicht machen. Das unterbinde ich auch. Fakt ist, wir können nicht wissen, was passiert ist, habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber es gibt diese einen Leute, die genau wissen, was abgelaufen ist und die uns wirklich alle durchschaut haben. Ne? Deswegen, da verstehe ich, dass man dann gerne mal klagt. Ich beende jetzt dieses Video. Würde mich echt wahnsinnig interessieren, was ihr dazu denkt, ob ihr jetzt diesen YouTuber kennt, über den ich geredet habe. Ich sage jetzt nicht den Namen, ich sage jetzt nicht, um wen es geht. Falls ihr das Interview angeschaut habt, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich versuche mich ein bisschen zu distanzieren davon. Sagt mir doch gerne, was ihr davon hält und was ihr denkt dazu. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, auf bald.